Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, im letzten Part. Oh mein Gott, was will Navi eigentlich jetzt? Im letzten Part haben wir das Schwert gesucht und den Schild, um hier in den Dekoraum zu kommen. Und ja, oh Gott. Navi nervt. Die nervt ja jetzt schon. Ui. Das sieht ja lustig aus und cool irgendwie. Aber ich muss kurz den Laptop ein bisschen drehen, sonst sehe ich nicht viel. So. Ja. Wenn es ein bisschen dunkler ist, dann ist schon alles zu spät. Haha. Und ich war sogar noch, dass ich mit B. Hoppala. Was haben wir denn jetzt? Tedekunus. Oh. Es geht sogar wirklich mit B hier. Ja, was soll ich. Boah, das unterbricht mich alles. Es geht sogar wirklich, dass man mit B zuschlägt. Ja, was denn? Boah. Blöde Navi. Was denn? Was denn? Was denn? Ja, was denn? Schau doch, Link. Wenn du den gelben Pfeil nach oben drückst, dann kannst du durch das Netz nach unten sehen. Wenn du mal aufhören würdest zu reden. Oh, wo denn? Geh noch ein bisschen näher. Ih. Ah, da will ich jetzt lieber nicht hin. Nee, nee, das schaut tief aus. Auch wenn da Wasser ist. Aber das schaut trotzdem tief aus. Wahrscheinlich nichts. Ja, nichts. Okay. Hallo. Kann ich da hoch? Oh. Sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufklettern. Wo denn? Wahrscheinlich kommt jetzt von oben was und haut mich runter. Hi. Und wieder ein Rubin. Die sind wichtig. Die sammeln wir lieber ein. Oh. Das hört sich nicht gut an. Ja. Vorsicht, hier sind Skullwandulas. Benutze eine Distanzwaffe, um sie zu besiegen. Ich habe keine. Ja, kann ich jetzt mal. Danke. Ui, eine Truhe. Öffnen die mal. Öffnen wir die mal. So, was haben wir? Ja. Oh, die Labyrinthkarte. Drücke Start, um sie im Kartenbildschirm anzusehen. Blaue Räume hast du bereits aufgesucht. Der blinkende Raum zeigt deine derzeitige Position. Bewege das Steuerkreuz, um ein Stockwerk auszuwählen. Kommen die nicht auch irgendwann nach unten? Können wir uns jetzt noch ein bisschen umgucken hier? Was ist denn da? Ein Herz? Okay. Ich würde gern sehen, was da ist. Geht das nicht irgendwie? Dass sich hier. Ja, genau, dass sich die Kamera so ein bisschen dreht. Sonst wäre das sehr doof, wenn das nicht gehen würde. Hoppala. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Herz da erwischen, oder was es ist. Das riesige Herz. Ich bin vergierig, ich weiß. Und? Schon wieder falsch. Kann ich mit denen eigentlich hochspringen? Weil der so wuh, wuh, wuh. Nicht, dass ich durchfalle. Weil das so wahr wird. War doch auch in Minish Cap so, dass man da bei Spinnennetzen. Hui! Okay. Und hoch mit uns. Das Herz war also nur dazu da, um uns zu heilen. Schade. Die Musik ist aber cool.
Oder kommen die dann näher? Scheint nicht so. Na. Gut. Dann gehen wir zu dieser Tür. Ah, um eine Tür zu öffnen, stelle dich genau davor und drücke A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildrand. Okay. Hui. Och nö. Ach so, einer. Haha, erwischt. Vergebung, Herr! Lässt du mich gehen, wenn ich dein Geheimnis anvertraue? Springst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung das Steuerkreuz nach unten vorn, rollst du dich ab und linderst so den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprunghöhe klappt. Probiere es einfach aus. Wenn du Mut hast, ich verschwinde. Okay. Tschüss. Gehen wir gleich mal in den nächsten Raum. Was ist denn das? Hoppala. Okay. Ging einfach kaputt. Und? Geht du auch noch kaputt? Ha! Wand nach oben klettern. Und was haben wir jetzt hier? Was haben wir denn hier? Ja, öffne es, los! Öffne es! Und? Gott, ist der klein, der muss echt ein bisschen wachsen. Ja, die Feenschleuder. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf diese Pfeile platzieren. Drücke C, um die Schleuder zu benutzen. Halte C und ziele mit dem Steuerkreuz. Lass C los, um Dekokerne abzuschießen. Wenn du sofort schießen willst, halte C etwas länger gedrückt und lass dann los. Schauen wir doch mal gleich. Aha, so geht das. Okay. Das haben wir. Was ist hier drin? Eine kleine Truhe mit einem Herz. Es füllt eines seiner Energieherzen auf. Gut. Sehr schön. Wie komme ich jetzt zurück? Das ist eine gute Frage, ne? Was sind das? Aha. Aha. Gut zu wissen. Gut, dass ich mich umgesehen habe. Ich lerne dazu. Haha. Los, hoch. Der ist nicht mehr da. Aber ist hier irgendwo was? Achso, kann ich mich umgucken? Nicht, dass hier noch irgendwo was ist, aber die Spinnweben machen mir schon ein bisschen Angst. Okay. Jetzt haben wir ja die blöden Dinger und können die blöden Dinger von der Wand schießen. Hui. Vorsicht. Ja. Hui. Und? Eine Dekonuss. Und? Boing. Wo ist noch eine? Aha. Kann ich die auch abschießen? Und? Los geht's! Jetzt ist sie auch weg. Wer weiß, was ich sonst gemacht hätte. Ja, geh halt mal hier ein bisschen hin, Link, Mann. Dankeschön. So. Ich hoffe jetzt einfach, dass da keine sind, weil ich glaube nicht, dass ich beim Klettern schießen kann. So multitaskingfähig ist Link leider nicht. Sieht man schon an den ausgegrauten Symbolen.
Beziehungsweise eher Plus. So, wo bin ich jetzt? Ja. Okay. Oh, die ist etwas größer. Die Riesenskulptur, die weiche Bauchseite ist ihre Schwachstelle. Voila. Oh, da habe ich ein bisschen übersehen, dass da ein Abgrund ist. Beziehungsweise vergessen. Ich wollte drumherum laufen. Mimi. So. Und jetzt lassen wir uns mal runter. Oh mein Gott. Och, geh doch weg. Die folgt mir. Na toll. Ach, es sind mehrere da oder was? Moment. Ernsthaft jetzt? Wo ist sie? Da hinten ist sie scheinbar. Da ist auch eine. Ja. Okay. Gegen die kann ich jetzt aber nichts machen. Was ist mit den anderen? Ja. Aber ich will die da hinten treffen. Kann ich die nicht irgendwie umdrehen? Schau mal einer das an. Die dreht sich jetzt so um. Aha. Und? Aha, ja. Und? Haha, okay. Oh, Navi, also manchmal spinnt das. Ich habe das auf dem Steuerkreuz vom Xbox-Controller gelegt und manchmal spinnt es so ein bisschen. Und daher kann es manchmal sein, dass Navi, also wenn ich eigentlich nach unten drücke, dass es eigentlich nach oben. Also wenn es nach oben geht, dass es eigentlich nach unten gehen sollte. Dreh dich um, komm. Ach Mann, schon wieder. Das war das, was ich meinte. Und? Gut. Die ist auch kaputt. Die gibt uns aber nichts. War auch nicht so schlimm. Jetzt kommt die letzte dran. So. Haha. Und nochmal und. Dreh dich um. Perfekt. Ah, ich lerne dazu. Und da ist wieder das Herz. Oh Gott, nein. Runtergefallen. Wo ist es hin? Was da rauskam? Keine Ahnung. Komisch. Was ist denn hier? Hallo? Das sind welche. Ja. Was ist denn das? Sieht so aus, als habe diese Fackel vor kurzem noch gebrannt. Hier ist auch eine. Haben wir nicht so komische Äste? Also. Hoppala. Ich habe da lang gedrückt. Oh. Oh, ich hab ein Feuer entzündet. Ah. Also so komme ich dann wieder raus. Gut zu wissen. Was ist das hier? Oh! Hoppala. Ups. Upsala. Das geht hier wahrscheinlich gleich wieder weg. Und der Schalter geht wieder hoch.
Und jetzt geht er wieder runter, weil ich schon fast wieder draufstehe. Tja. Fail, würde ich sagen. Ich will das zu der Truhe. Ich bin kaputt. Lass mich meine Truhe hier holen. Ja. Öffne sie jetzt. Und? Hallo? Was ist da drin? Ja, rede. Der Kompass. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinths. Ich bin leicht geflasht, deswegen kann es sein, dass ich manchmal ein bisschen still bin, aber das ist so neu für mich teilweise. Oh, Dekokerne. Es sind kleine, harte Kerne. Du kannst sie als Munition für deine Schleuder einsetzen. Okay. Und? Das ist zu weit weg scheinbar. Und? Wieder so eine Riesendinger. Ja, scheint so. Ah, okay, dann halt nicht. Geh kaputt. Haha, ich habe die doch jedes Mal getroffen. Warum gehen die nicht kaputt? Voll unfair. Was ist passiert? Moment. Die kommt aber nicht näher, oder? Ja. Was ist denn los? Jo, warum bewegst du dich nicht her? Komisch. Ich hab gedacht, die wird sich bewegt. Vielleicht habe ich mich auch bloß getäuscht. Haha, den kann da nicht hochklettern. Nö. War Einbildung. Okay. Gut. Dann halt nicht. Ach, die leben schon wieder. Ach komm, immer das gleiche Spielchen. Ja. Ich hab doch ge... Das ist so ein dämliches Ding, dieser Controller teilweise. Aber ich habe hier nur doofe Knöpfe, von daher. Und? Dreh dich. Ja? Kommst du wieder runter? Dann zieh ich schon mal an. Ja. Oh Mann. Das Navi das immer wieder macht. Immer wieder. Ganz viele Herzlis. Wie schön. Ja. Oder auch nicht. Hallo? Hehe. Oh, schon wieder. Navi, ey. Ich tipp doch gar nicht nach oben. Und dreh dich um. Haha. Und wieder. Ja, diesmal hat's geklappt. Was passiert, wenn wir eigentlich von hier oben da runter springen? Ups, das war nicht so gut. Ich wollte eigentlich auf das Netz landen. Hui, ein Deku-Stab. Vielleicht kriegen wir da ein Herzchen wieder, ja. Von daher halb so wild. Hui. Kaputt. Eine Deku-Nuss kommt da raus, okay. Was ist da unten eigentlich?
Geh kaputt! Ha. Doofe Mistviecher. Auch mit uns. Was passiert denn, wenn ich direkt auf das Netz springe? Vielleicht falle ich dann da runter. Okay, keine Ahnung, was da passiert. Nichts scheinbar. Gut. Okay. Dann würde ich aber sagen, mache ich an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.